Eilmeldung. Nach der Wahl in Sonneberg soll Robert Sesselmann auf seine Eignung zum Landrat überprüft werden. Frei nach dem Motto, wir wählen so lange, bis das Ergebnis passt, hat das Landesverwaltungsamt jetzt eine Überprüfung angekündigt. Der Stern schreibt das folgende. Die Thüringer AfD wurde vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Kann jemand, der einer solchen Partei angehört, Landrat werden? Es soll also überprüft werden, ob Robert Sesselmann jederzeit für die freiheitliche Grundordnung eintrifft und ob eine Person, die der AfD angehört, überhaupt einen solchen Posten übernehmen kann. Das lässt wirklich tief blicken und wir erinnern uns ja alle noch daran, was Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, vor einigen Tagen gesagt hat. Er allein ist nicht verantwortlich dafür, die AfD unten zu halten. Meine Wortwahl. Er braucht dafür auch Unterstützung, wie zum Beispiel vielleicht das Landesverwaltungsamt von Thüringen. Okay, Herr Haldenwang, Sie haben Ihre Unterstützung jetzt erhalten und die Presse freut sich. Was denkst du darüber? Ist eine Überprüfung nach der Wahl okay oder hätte sie vielleicht eher vorher stattfinden müssen? Oder ist es nur ein Vorwand, einen vom Volk bereits gewählten Politiker mal wieder aus dem Weg zu räumen? Das scheint in Thüringen ja mittlerweile gang und gäbe zu sein. Was denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare. Wenn du an kritischen Auseinandersetzungen mit politischen Themen interessiert bist, solltest du diesen Kanal unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Jetzt solltest du dieses Video anschauen, jetzt klicken. Wir sehen uns gleich. Tschüss.